Willkommen im Museum im Oberen Schloss. Sie befinden sich, wenn Sie uns besuchen, in einem interaktiven Museum. Ein Museum zum Anfassen. Ein besonderes Konzept liegt dieser Ausstellung zugrunde, die allerdings durch verschiedene Museen gehen. Also so zum Beispiel das Museum im Oberen Schloss hat sein Pendant im Unteren Schloss und in der Textilschauwerkstatt. Die Museen der Schlossresidenzstadt Greiz bestehen aus diesen drei Museen. Wie gesagt, Museum im Oberen Schloss, Museum im Unteren Schloss und Textilschauwerkstatt. Das Museum im Oberen Schloss ist das jüngste. 2010 sind wir an den Start gegangen mit einem ganz besonderen Konzept, denn Geschichte zum Anfassen. Das war das eigentliche Ziel und das war ja in meinem Hinterkopf bei der gesamten Konzeption. Begreifen, was allgemein geläufig ist, kommt von begreifen, etwas angreifen können. In vielen Museen ist das nicht gerade statthaft und nicht erwünscht. Bei uns ist diese Neugierde sehr erwünscht. Jeder Besucher soll durch eigene Aktivität mit diesem Schritt nach vorne auf das Objekt und auf die Ausstellungsinhalte etwas mit nach Hause nehmen, an neu erlernten oder selbst erlebten. Zum Beispiel sind wir, glaube ich, weltweit wahrscheinlich das einzige Museum, in dem man auf einem Skateboard durch die Baugeschichte des Oberen Schlosses reisen kann. Verschiedene Bauphasen kann man dadurch erleben. Das ist ein Spiel, welches in Dialog mit Jugendlichen auch entstanden ist. Viele Ideen sind namentlich durch meinen Sohn und seine Freunde entstanden und gewachsen, aber natürlich auch durch die Interaktion mit Schulgruppen, mit Kindergartengruppen. Das heißt, Geschichte ist für mich ein Quell der Erkenntnis und kann richtig Spaß machen. Die Ausstellung, die zurzeit läuft, von Karl Röder, einem ja, verdienstvollen Sohn und Bildhauer, der in Greiz geboren wurde, in Dresden vor allen Dingen wirkte, aber seine Heimatstadt ja, sehr, sehr eng verbunden blieb. Davor die Ausstellung von Elviola Namacher war eine Erweiterung, also dauerhaft ist in der Fürstenloge sind ihre Werke hier zu sehen, um darauf hinzuweisen, einerseits auf diese Künstlerin, die in erster Linie einen christlichen Wirkungskreis hatte, also für sakrale Einrichtungen gearbeitet hat. Und andererseits natürlich eine klassische Synergie, es ist in der ehemaligen Schlosskirche untergebracht und so sollen ihre sehr modernen Werke den sakralen Charakter ebenso betonen und den würdigen Rahmen haben. Das heißt also, Sonderausstellungen im Allgemeinen finde ich wichtig, die laufen bei uns so 3-4 Monate. So auch dieses Jahr mit dem Karl Röder und Ausgangs des Jahres ist eine Armin Müller-Stahl-Ausstellung hier zu erwarten im Oberen Schloss und dann geht es so einher. Manchmal werden sich natürlich die Sonderausstellungen vom Oberen und Unteren Schloss verbinden. Es ist ja völlig unterschiedlich, aber sind spannende Sachen zu erwarten, durchaus.